Ja, aber wie viel konnten wir jetzt nicht machen? Ich weiß, aber oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Das Leben ist ein hartes Spiel. Tja. Hätte nichts machen können. Hätten sie dich gesehen, hätten sie dich umgeballert. Die Zoll ist hier hinten. Die hätte ich halt gemacht. Oder den Wagen. Nee. Wirklich nicht. Scheiße, Joe. Hunter. Wie haben wir es geschafft, die Crew dagegen auszulöschen? Ein Ableckungspfeil. Easy. Ja, war klar, dass einer von diesen Pfeilen nur noch ganz ist. Alter, fuck, wo hab ich den bitte getroffen? Pff, gar nicht. Oh, den habe ich ja voll in den Nacken rein. Aber ich finde es wahrscheinlich, dass die Pfeile nicht in der Wand hängen bleiben. Finde ich irgendwie dumm, ich weiß nicht. Ah, die Pfeile sind aber beide kaputt gegangen. Alles klar. Natürlich, why not, ne? Why not? Okay, da geht's nicht lang. Hier noch irgendwo was ich mitnehmen kann? Nein, wirklich nicht. Wollen wir mal gerne gucken. Vielleicht gibt es da neue Wege. Easy. Ach, alles klar. Dawn of the Wolf Part 2. Ah. Starbucks. Fall Starbucks. Boah, die Munition her. Gar keiner. Ach, hör auf dich zum Bewegen. Alter, Joe, du wackelst viel zu sehr mit deiner hässlichen Waffe. Und ich hab das. Hey, ich hab das doch schon mal geupgradet. Och. Keine Aufwand, sich zu bewegen. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn er sich bewegt. Also sicher noch weniger. Ich geb's auf. Der soll aufhören, sich zu bewegen. Ich mag das nicht, wenn der sich bewegt. Kriegt er die Krise. Herr Fralan,
Ich geb's auf, Alter. Man sieht dich da mit diesen hässlichen Ding. Man sieht es nicht, Alter. Muss man hinstellen, aber dann sehen sie einen. Ich hasse das einfach. Komm ruhig raus, Alter. Fuck. Ach, ich habe 0 Munition bekommen. Dankeschön, Ellie. War ja irgendwie wieder klar, dass er das überlebt. Natürlich war klar, dass er das auch überlebt. Denn why not? Wer wirft jetzt wieder Molotovs, Alter? Komm schon, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Da hinten ist noch einer. Da, wo sind die Molotov-Werfer? Irgendwo da oben. Ja gut, ne? Alter, aber den... Uiuiuiui, da ist ja wirklich nichts übrig geblieben. Zwei Nagelbomben links und rechts. Das eigene, was sogar denn ihre eigene fallen. Ja, Ellie, schön der Kopf an meinem Gesicht. Alter, das wird richtig ekelhaft. Einfach, weil ich keine Munition habe. Aha, aha. Natürlich, genau. So läuft es. Das ist natürlich wieder die gute alte unsichtbare Wand, Alter. Joe, da. Das ist okay. Und ich glaube, durch Munition ausgehen wird der nie. Was ist der Typ jetzt? Raus jetzt. Ah, natürlich jetzt aber nicht draußen, weißt du? Zum Teufel schießt der denn bitte? Da hinten hockt er. Ah! Der muss da gar nicht mehr echt. Ja, geil, Alter. Der muss da gar nicht nachladen wie ein Red Dead. Bist du tot? Ja, er scheint tot zu sein. Dankeschön. Ich hab zu viel Red Dead gespielt. Und krieg gedacht, ich muss selber separat nachladen, aber nein. Man kann aber direkt zweimal feuern. Dumm. Komm, gehen wir mal nach unten. Natürlich muss das Gesicht genau dann bewegen, wenn ich abdrücke. Scheiße. Ist er dann mal wieder richtig typisch, klar. Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Ui, direkt in... direkt dahin geballert. Aber natürlich... Hier liegen über viele Ziegelsteine rum. Die würden nicht trotzdem sowas so zerfetzen, diese Bomben. Da vorne ist auch noch eine Bombe. Ah, ich kenne die Bombenspots auswendig. So gut wie.
Ich weiß nicht, gegen was ich lieber kämpfe. Irgendwelche Infizierten oder Hunter, ich weiß es nicht. Ich kämpfe gegen nichts am liebsten. Ich kämpfe gern gegen beides. Wenn ich Munition habe, die ich aber nicht habe. No hope, keine Hoffnung. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Alles leer, alles weggehamstert. Truck-Notiz, ja, danke schön. Ja, genau. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt. Um die wir uns gekümmert haben. Danke schön. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen. So, hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon noch übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf am Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive des Kaliber 50 Geschütz. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Kaliber 50 Geschütz, also. Interessant, wirklich interessant. Die konnten das einfach so reparieren, natürlich. Ich habe immer wieder Willis, wie das Militär so verkacken kann. Wie kann das Militär sowas von verkacken? Die haben doch das größte Waffenarsenal, die beste Munition und alles. Wie können die verkacken? Das Militär kackt immer ab, so genauso wie die Polizei. Die kacken ja mal so was ab in solchen Games. Das muss man schon sagen. Gut, dass ich keine Munition habe. Oder recht wenig Munition. Nice. Ticken auch schon wirklich länger hier, ne? Death for Freedom. Das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Tod für Freiheit. Hey, Auch hilf nicht. mir hoch! Auch nicht das Ding, was man will. Tod für frei, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also kriegst du überhaupt nicht, das will man nicht. Das kann ja nicht, das kann ja nicht, das kann ja schon nicht das Wahre sein. Nice. Gut. Endspurt. Wie sie diese natürlich die ganzen Gebäude zurück oder schon. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Was? Ach, Militär. Militärvorbereitungsschule. Genau. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen? Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Aber wenn Joel sagt, das Haus ist schon lange verlassen, natürlich mag das lange verlassen sein, aber heißt es dann auch, dass. Nee, die würden ja. Nee. Nee, nee. Oder gab es schon vor der Infektion Militär hier ja doch? Oder gab es schon vor dem Ausbruch eine Militär-Vorbereitungsschule? Gab es das schon? Oder erst während der. Erst während dem Ausbruch? Fedra. Ja, das ist immer ein Unternehmen.
Ich weiß nicht, aber ich mag das Setting. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Kurz vor dem Ausbruch. Tommy. Tommy hat ihn da reingeschleppt. Ich bezweifle, dass Tommy ihn da reingeschleppt hat. Gehen wir durch die Gasse. Ja. Gassen sind immer gut. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Das sind die beiden Typen, die hinten drauf waren, oder? Ja. Ich schwör, ne? Schwörlan. Ruben, räuben. Ja, ich hab's gehört. Pass auf. Danke, Ellie. Danke, 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 danke schön. Danke schön. Vielen Dank, Ellie. Ich würde es eigentlich nicht machen, aber das ist doch scheiße, Alter. Wenn Ellie mich da blockt, ist es doch voll für den Arsch. Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Wenn Ellie dich da blockt, was soll das denn? Gut, dass ihr dieses Mal nicht redet. Warum haben die das mitbekommen? Verstehe ich nicht, wenn sie das mitbekommen haben. So, ruhig. Genau. Mit bloßen Händen. Krass. Das feiert so geil. Finde ich gut, dass sie nicht reden. Die haben keinen Bock mehr zu reden. Ziemlich, da würde mich hier durch die Scheibe eigentlich sehen. Okay, well, das sieht sehr komisch aus. Okay, das sieht... Spiegelt sich das Zeug... Nee. Okay. Okay, die Gebäude spiegeln sich, aber die spiegeln sich nicht in der richtigen Farbe. Klar, der weiß es einfach. Das sind mal Kaliber 50 Geschütz, ehrlich. Klar. Natürlich. Der haut früher zu, wie ich mit meiner Waffe zuschlagen kann. Normal, Alter, ja genau. Pack euren hässlichen Truck da weg. Keine Chance, keine Chance. Alter, das ist... Wie? Was zum Fick? Wie könnte das passieren, Alter? Oh, dieses Mal nicht, ey. Klar, die haben sich einfach Ellie gecatcht.
trockener Sack, Alter. Mein Gott, ey. Das geht ja gar nicht klar.